in Kroatien. Konzentriert. Das erste Mal so ein Riesenschiff fahren ist echt eine Hammerleistung, glaube ich. Inzwischen sind wir losgefahren, endlich. Und sind jetzt kurz vor der österreichischen Grenze. Die Jungs sind auch am Start. Fühlen sich da hinten, glaube ich, richtig wohl. Haben viel Platz. Also, wir haben jetzt gehalten, hinter der slowenischen Grenze und wir futtern jetzt hier alle. Übernachten hier für ein paar Stunden und fahren dann weiter. Happa, happa, Essi-Essi-Zeit. Alle hocken am Tisch. Da ist der Julian. Schmeckt's. Hier ist der Gourmet-Küche, ne? Da ist der Papa, was macht er sich? Irgend so ein Brötchen mit Wurst. Machen wir ganz exklusiv mit Käse dabei hier. Und ich habe schon gegessen, das ist jetzt mein Nachtisch. Auch. Dann haben wir noch eine schöne Weiterreise. Gucken, ob wir morgen ankommen. Noch 3 Stunden brauchen wir. Genau, 3 Stunden. Und dann werde ich der dranhalten. Der muss dann mit mir Fußball spielen, Tischtennis spielen, Tennis spielen. Erstmal gucken wir die Plitwitzer Seen an, mein Schatz. Falls wir die schaffen. Wir sind 2 Tage an den Plitwitzer Seen. Und dann gibt's alles, was du dir so wünschst. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird das Bett heruntergefahren für die Jungs. Hält erst, wenn ihr oben drauf liegt. Wir müssen es aber erstmal beziehen. Das ist jetzt die erste Nacht, wo wir hier drin schlafen. Mal gucken, ob wir es aushalten, ob er runterfällt. Mal schauen. Ja, gute Nacht. Nacht. Oh. Morgen. Morgen. Die erste Nacht ist hinter uns. Eine relativ schreckliche Nacht. Wir haben eigentlich kaum geschlafen, bis auf die Kinder, die haben damit kein Problem. Ich habe dich schon sehr oft tief atmen hören. Also ja, ich weiß, mehr ich habe immer geschlafen. Ich habe immer gehört, auf alles. Aber wenn dann so ein 40-Tonner neben einem losfährt und vorher noch 5 bis 10 Minuten den Motor warm laufen lässt, dann ist man wach. Ja, und alter Falter, die Teile sind so laut. Also das war jetzt die Raststelle genau direkt hinter der slowenischen Grenze. Und Mama Mia, hart. So, jetzt fahren wir noch ein Stückchen heute durch Slowenien durch. Und bis nach Kroatien rein. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es heute noch eine Tour durch die Plitwitzer Seen. Also wir machen 2 Touren an 2 Tagen, 2 unterschiedliche Touren, damit wir den ganzen Park sehen können. Das heißt, ihr kriegt jetzt in dem Video und im nächsten auch noch einiges zu sehen von den Plitwitzer Seen. Soll sehr schön sein und wir sind wirklich gespannt. Wir wollten eigentlich nicht mehr sagen, dass wir gespannt sind, weil wir das so oft sagen. Aber wir sind tatsächlich gespannt, wie das da ist und ob das der Wirklichkeit auch entspricht, diese Fotos. Mittlerweile sind wir in Kroatien angekommen, fahren jetzt noch ein Stückchen, sind in 2 Stunden an den Plitwitzer Seen. Wir haben herrliches Wetter, es ist traumhaft schön, einen super Sonnenaufgang haben wir gesehen. Und jetzt liegt alles noch so ein bisschen im Nebel, mega schön. Genau, und so kann es weitergehen. Die erste Mautstation in Kroatien. Wir haben übrigens für Slowenien, wo wir durchgefahren sind, und auch für Österreich, wo wir durchgefahren sind, bei dem ADAC schon vorher die Vignetten gekauft. Hat uns jetzt für Slowenien und Kroatien über Graz und Maribor sind wir gefahren, die Strecke. Hat uns insgesamt 75 Euro und ein paar zerquetschte gekostet für das Wohnmobil hier. Ist ein bisschen teurer als für ein PKW mit Sicherheit, aber ja gut, da müssen wir halt durch. Ne? In Kroatien ging das noch nicht, da geht es nicht elektronisch. So wie in Slowenien und in Österreich. Hier muss man noch an jeder Mautstation separat bezahlen, aber mit Karte ist es ja auch ein schnelles, geht es schnell vonstatten sozusagen. Cash in Kroatien neuerdings per Euro ist bestimmt auch nicht das schlechteste und unpraktischste, aber wir haben schon gehört, dass es wohl sehr, sehr teuer alles geworden sein soll, im Gegensatz zu vorher. Ja, soll man dazu sagen, ne? Einmal weniger essen gehen, würde ich sagen. Selber kochen in unserer schnuckeligen Küche. Kinder schlafen, mehr oder weniger. Und wir fahren hier durch die
den Nebel. Sehr, sehr schön sieht es aus. So, wir sind angekommen. Sagt auch das Navi. Jetzt müssen wir hier noch einen Parkplatz suchen. Das ist hier Bus und Camper. Das klingt doch schon mal gut. Auf geht's zu den Plitwitzer Seen. Was gibt's denn hier für Probleme? Das sind die Bändelschneider. Waren da unterwegs. Dani schneidet einfach die Bändchen von dem Rucksack ab, weil sie ihn stören. Aber dass es ihn mal stört, wenn der so sitzt, dass er kaum noch atmen kann durch seinen langen Hals. Dann haben wir natürlich ein Problem. Ich habe damals nicht in die Zukunft gedacht. So, da stehen wir jetzt vom Eingang von dem Plitwitzer Seen Nationalpark. Wir kaufen jetzt zwei Tageskarten, mit denen wir heute und morgen in den Park reinkommen. Ich sage euch gleich mal, wie teuer das ist. Und online könnt ihr übrigens auch die Tickets kaufen. Wir sind jetzt am Eingang 1 reingegangen und hier könnt ihr folgende Touren starten. A, B, C und K. Wir machen heute die Tour B, die zeigt den ersten Teil ab ausgehend vom Eingang 1 bis hier rüber mit dem Zug, mit dem Boot hier drüber, hier ein Stückchen wandern, hier sollen noch Höhlen sein. Und morgen gehen wir an den Eingang 2, der ist da. Und dann gibt es eine Tour hier entlang. Auf geht's, Jungs. Jetzt geht's los. Wir nähern uns dem Wasser. Also mit dem Finger ist gut, würde ich sofort reinspringen. Ihr seht, ist der Obi auch wieder mit am Start. Also es sind wahnsinnig viele Menschen, die hier unter dem Wasserfall ein Foto machen wollen. Und wir natürlich auch. Mal gucken, ob wir rankommen. Nämlich da hinten. Und wir haben auch entdeckt, wie viele Leute da anstehen. Und so ein bisschen länger warten müssen wir da auf jeden Fall. Der Tag ist geschafft. Genau, die ersten 4 Kilometer zu laufen und dann noch so und so viele Kilometer mit dem Boot und dann nochmal mit so einem Zugbus. Wir wissen nicht genau, ist es ein Zug oder ein Bus? Naja, auf jeden Fall war es ganz schön, aber für meinen Geschmack viel zu viele Leute. Heute ist Sonntag, aber das ließ sich leider bei unserem Plan nicht anders machen. Morgen gehen wir aber nochmal hier rein, machen noch einen anderen Teil des Parks und wir sind gespannt. Da müssen wir auf jeden Fall 5 Kilometer laufen und dann nochmal ein bisschen mit dem Zug und ein bisschen mit dem Bus. Dann hoffen wir mal, dass jetzt weniger Leute da sind. Ja, morgen ist halt Montag, ne? Logischerweise. Und ja, dann sehen wir mal, ob sich das morgen ein bisschen besser verhält. Unser Campingplatz ist in Smoljanac. Und liegt nur 4 Minuten von den Plitwitzer Seen weg. Also super praktisch, damit wir morgen nochmal hingehen können. Wir haben eingecheckt und jetzt fahren wir hier gleich durch die Schranken.
So, hier wird gerade schon fleißig aufgebaut. Das ganze Zeug hier. Der erste, der hier rumchillt. Die erste Fleißige, die hier rumkocht. Die einzige. Hier wird fleißig Tomatensoße warm gemacht und ein bisschen Milch für die Kinder. Jawohl, das ist sehr schön. Da hinten ist der nächste Rumlümmler. Aber jetzt haben wir auch schon viel geleistet ja heute. Ja, also über 10.000 Kilometer sind wir. 10.000 Kilometer, wow. Über 10.000 Schritte haben wir. Fleißig, fleißig. Ja, ich habe immer Abwaschdienst und Abwaschdienst haben immer die Kinder im Wechsel, weil man ja hier nichts hinlegen kann. Und wir haben keine Schüssel, wo wir das reinstellen können und abtropfen lassen können. Feierabend. Auf einen ersten erfolgreichen Tag. Mit einem Gläschen Wein. Haben wir uns verdient. Bis morgen. Aus der hintersten Ecke bekomme ich auch was. Wie alt sind wir denn? Wir sind 16. Müssen wir uns das mal überlegen, nicht wahr? Das mag er eh nicht. Nein, das glaube ich auch.